Ach, ich sag Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen und dem ausführlichen Wetter und dem dazugehörigen Video hier am Strand von Las Palomas. Heute am 2. April 2024. Ja, es ist 8.45 Uhr und wir haben jetzt gerade eben hier 19 Grad. Und ich sage mal, keine sichtbaren Wolken am Himmel. Also wunderschönes Wetter und so ist es auch vom Wellengang wieder richtig normal. Das Wasser ist komplett glatt. Es sind nur so dahin schwappende Wellen. Und das kommt dann mir auch gleich Wellen. Und das Thema gestern war es ja ein bisschen anders noch. Und das ist ganz deutlich zu sehen. Ich werde auch jetzt ein Video senden heute Vormittag, das von gestern in 4K mit, ja, ohne Ton, also nein, mit Wellengeräuschen, aber ohne Sprechen. Und weil es gestern eben so schön war, auch vom Sonnenaufgang, habe ich da dieses Video gemacht. Und auf besonderen Wunsch, weil häufig eben die Fragen kommen, warum gibt es nicht mal wieder ein Video, wo nicht gesprochen wird, wo man nur die Wellen hört und auch keine Zeitlupe, sondern genau Originalbild zu Originalton. Also anschließend im Laufe des Vormittags gibt es diese und in 4K. Ja, dann können wir auch gleich zum Wetter kommen. 7.50 Uhr war Sonnenaufgang, 20.20 Uhr Sonnenuntergang. Temperaturen heute Nacht waren 16, Höchstwerte werden 24 bis 26 erwartet. Die Gezeiten: um 7.49 Uhr war Hochwasser und um 14 Uhr und eine Minute ist Niedrigwasser und das letzte Hochwasser um 20.18 Uhr. Ja, heute geht es erstmal in die andere Richtung, weil es eben auch so schön ist, hier anzusehen, alles so klar, der Horizont, das Meer, der Übergang. Freitag ist ja wieder Faro-Tag, Leuchtturm, wer möchte, kann gerne dazukommen. Auch da gibt es dann die Bilder vom Victor wieder. Schöne Aquarelle, schon ab 15 Euro die Bilder und ja, auch richtige Ölgemälde. Und den Plan B habe ich noch nicht. Da wurde ich auch gefragt, ob man den am Faro bekommen könnte. Nein, im Moment nicht. Der ist unterwegs. Aber es gibt die Tassen und die T-Shirts und die Taschen, die ich gemacht habe, extra, damit man keine Plastiktüte mit an den Strand nehmen muss. Eine Haritasche, schön fest, stabil, groß. Könnt ihr auch haben. Dann für mich immer interessant, der Treffpunkt hier am Freitag. Da erfährt man viel Neues und hat eben Kontakt, nicht nur über die Kommentare. Ja, hier wird schon wieder vorbereitet für das tägliche Essen hier beim El Senador. Ja, auch eine gute Adresse, man sitzt sehr schön. So, für mich ist jetzt hier Schluss.
So, ich hatte eigentlich ein bisschen mehr Wellen erwartet, aber vielleicht kommen sie ja heute noch da. Leider nicht, naja. Ja, heute Morgen geht es dann auch noch mal weiter für mich nach Monteleone. Ich habe ja wieder die Möglichkeit, euch ein Haus zu präsentieren. Hoffentlich klappt es auch. Eine Villa im Monteleone, die zu verkaufen ist. Das bedeutet, Monteleone gibt es einmal oben und einmal unten. Und das ist der untere Teil von Monteleone. Also gerade mal 15 Minuten hier von Maspalomas weg. Und ich möchte dann auch den Weg aufnehmen, damit man mal eine Vorstellung hat, wie weit das weg ist vom Zentrum hier. So, wieder mittendrin statt nur dabei, auch wenn man nass wird, das spielt keine Rolle. So, hier werden Aufnahmen gemacht. Ja, der Morgenspaziergang heute mal ein bisschen anders, ein bisschen ruhiger. Ja, also heute ist wieder ein idealer Badetag. Heute Morgen gab es ja das Video von Garden by the Bay, die Lichtershow der großen Bäume. Also sowas Schönes habe ich selten in meinem Leben gesehen. Eine Attraktion oder die Attraktion in Garden by the Bay. Und das in Natur zu erleben, das war schon faszinierend. Das war ja eines der Ziele in Singapur, um sich das mal in Natur anzusehen. Also es war fantastisch, sowas Schönes, Organisiertes und vor allen Dingen dann auch genau getimte Veranstaltung, also wunderbar. Gefragt wurde ich auch noch, welche Halterung ich mitnehme für die Kamera beim Fahrradfahren. Also wenn ich fahre mit dem Roller oder Fahrrad, dann habe ich einen Gurt, einen Brustgurt, und da steckt vorne dann die Kamera drin.
Ja, das ist schön hier heute Morgen und Ostern ist vorbei. Es ist alles ein bisschen ruhiger wieder. Wochenende, wisst ihr, dann kommen wieder viele Spanier von der Insel hier in den Süden nach Maspalomas, um das Wochenende hier zu verbringen. Dann ist auch die Parksituation wieder ein bisschen anders. Ja, der Blick in die Berge und Monte Leon zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Das liegt genau da, hier über den Häusern. Gleich wird es sichtbar. Ja, der Blick in die Berge, auch alles klar. Und so, wir haben jetzt hier die Charca, links davon sind die Palmen und jetzt seht ihr Monte Leon. Einmal den unteren Teil. So, hier die Blickrichtung, genau diese Blickrichtung. Und den oberen Teil. So, und ja, so glatt, so ruhig das Meer seit langem nicht mehr gewesen. Schaut euch an, es dümpelt nur so dahin, wie man sagt. Ja, und 360-Grad-Videos habe ich ja auch gemacht. Das sind in der Regel kürzere Videos, weil man länger braucht zum Ansehen. Das ist ja, man kann die Perspektive, zum Beispiel jetzt schaue ich auf den Faro, aber ihr seht jetzt nicht, was hinter mir ist und was links und rechts ist oder oben oder unten. Und bei 360 Grad kann ich kurz anhalten, auf Pause drücken und dann kann ich mich drehen bzw. das Gerät drehen oder mit dem Finger auf dem Bildschirm und dann sieht man alles. Also die 360 Grad Betrachtungsweise ist schon was Besonderes. Da gibt es ja den extra Kanal. Da habt ihr ja die Möglichkeit, euch diese Videos anzusehen. Ja, und Plan B. Ich habe gestern Leute getroffen bei der Realität, die hatten auch schon den Plan B zuschicken lassen. Der Plan B ist ein Reiseleiter, ein Reisebegleiter, ein Reiseführer. Entweder für den Aufenthalt hier auf der Insel oder eben auch eine schöne Geschenkidee als Nachschlagewerk. Wie komme ich von A nach B? Und jeder sucht irgendwie ein Geschenk, ein Mitbringsel mal von Gran Canaria. Vielleicht ist das die richtige Adresse und was es genau ist und wie er aussieht. Das gibt es im Video hinten dran. So ein Erklärungsvideo für den Plan B. Ja, ich nehme euch auch noch ein bisschen mit. Ist noch nicht so viel los am Weg hier. Auch die Frage immer, kann man laufen vom Campo Internacional zum Strand? Ja, das sind 20 Minuten zu Fuß. Kann man gut laufen.
Ja, hier an der Tscharka vorbei. Tscharka heißt kleiner See, Weihe oder Tümpel. Und da ist unser Wasserstandsanzeiger, die zwei Sträucher da rechts. Und da weiß man immer, wie hoch das Wasser hier ist. Also die Tscharka ist gut gefüllt. Das heißt aber jetzt nichts über die Wasserversorgung hier auf der Insel. Das sagt nichts aus, denn die Stauseen, die Staubehälter, die sind leer. Die sind, glaube ich, bloß noch 8% gefüllt. Der Regen der letzten Tage da hat nicht ausgereicht, um die Situation zu verbessern. So, und jetzt kann ich euch noch mal Monte Leon zeigen. Hier genau diese Richtung. Und da gibt es auf diesem Berg, das ist der Monte Leon, eine untere Siedlung und eine obere Siedlung, genau hier. So, Thermometer zeigt hier 20 Grad an. So, und das ist der direkte Weg jetzt, der Fußweg zum Campo International oder Campo de Golf. Ja, hier soll ja ein großer Park entstehen. Das bedeutet hier kein Eintrittspark, Freizeitpark, nein, sondern ein freier, öffentlich zugänglicher Park mit verschiedenen Sitzmöglichkeiten und kleinen Attraktionen. Aber nicht wie Disney World, nein. Die ganzen Palmen hier sind mit einbezogen. Vorgestellt hat man ihn vor über einem Jahr. Aber wie gesagt, es dauert auch hier manchmal etwas länger. So, rechts von mir hier ist die Kamelsafari. Hier ist auch der Übergang, an dem man von dieser Seite aus zu den Kamelen kommen kann. Da vorne ist gerade eine Absperrung, aber da geht der Weg runter und da seht ihr gerade einige laufen, die auch die Richtung Kamele einschlagen. Hier lang, durchs Flussbett und dann ist man auch schon da drüben. Ja, hier werden die Palmen sauber gemacht. Ja, auch immer eine, ja, doch ganz kräftezehrende Arbeit hier. Und hier ist der Park Tony Gallardo. Der geht bis zum Esplendido, also das ganze Viertel nimmt er hier ein. Das ist ein Park, der die Pflanzenwelt widerspiegelt, die hier im Süden oder beziehungsweise im großen, auf dem großen Teil der Insel sich widerspiegelt. So, hier ist der Barranco, den überqueren wir jetzt. Hier fangen die Dünen schon an und da vorne kommt dann der Golfplatz. Ja, und damit, ja, mal schauen, wir sehen noch mal richtig Monte Leon da drüben. Damit möchte ich dann mich auch verabschieden und sage ganz einfach, ja, hasta luego.
bis zur Realität. Bis dann. Ach ja, und jetzt anschließend eben das Infovideo vom Plan B, beziehungsweise in ein paar Stunden das Video ohne Kommentar mit Meeresrauschen in 4K gestern am Strand. Hasta luego. Hallo zusammen. Ja, ein Spezial, ganz speziell. Und zwar Harry Spezial. Heute geht es um die 360-Grad-Videos. Wir haben ganz viele Fragen bekommen. Wie funktioniert das? Wie kann ich mir das eigentlich angucken? Ich kriege das nicht hin mit dem Scrollen, mit dem Hin- und Herbewegen. Und das möchte ich euch an dieser Stelle einfach mal erklären, zeigen. So ein bisschen hier in diesem kleinen Video. Man kann unter anderem hier jetzt an dem Rädchen die Qualität umstellen. Das habt ihr gerade gesehen. Dann gibt es links oben in der Ecke so eine Art Joystick. Kann man auch mit der Maus drauf gehen und sich frei auf dem Bild bewegen. Und im Prinzip wird man dann immer mit dieser Maus ja vor und zurück. Nach oben, nach unten. Die Kamera sitzt jetzt hier bei unserem Harry oben auf dem Helm und wird somit also genau in Blickrichtung geführt. Allerdings ja, kann man sich die Blickrichtung aussuchen. Man kann das Bild auch anhalten. Und dann einfach, ja, sich hin und her bewegen, wie ihr hier gerade auf dem Video seht. Ich bewege also die Maus eigentlich nur ein Stückchen hin und her, schieb sie nach oben, schieb sie nach unten. Und das funktioniert natürlich auch hier bei unserem Faro, ganz klar. Das ist auch eine Aufnahme mit der 360-Grad-Kamera. Da kann man dann auch sich so ein bisschen hin und her bewegen, im Kreis drehen. Und wie gesagt, die Qualität, die müsst ihr euch dann selber einstellen. Ich habe das jetzt hier auf eine relativ geringe Qualität, damit man da das Video hier auch vernünftig sehen kann. Mit der Maus anhalten, hin und her bewegen und dann könnt ihr im Prinzip alles gucken. Und jetzt gehen wir zu der Handybenutzung. Da habe ich mal mein Handy abgefilmt. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Also, wenn man mit dem Handy ein 360-Grad-Video aufruft, dreht man das Handy einfach hin und her. Ich bewege es jetzt von oben nach unten, zur Seite, rechts und links
Und da braucht man noch nicht mal seinen Finger benutzen. Man kann das Handy natürlich auch auf Querformat stellen oder Hochformat, je nachdem, wie man es am liebsten hat und sehen möchte. Man kann das auch mit dem Finger machen, so wie ich es jetzt euch zeige. Dann dreht man das eigentlich nur hin und her, wie mit der Maus, nur in dem Falle mit dem Finger auf dem Touchscreen. Genauso, wenn man das jetzt auf dem Tablet macht, da funktioniert das ganz genauso. Auch auf dem Handy kann man die Qualität der Aufnahme einstellen. Und zwar gibt es da auch die Möglichkeit, oben an diesem Rädchen die Bildauflösung bzw. Die Qualität einzustellen. Und dementsprechend hat man dann, wie ihr jetzt seht, natürlich auch ein viel schärferes Bild. Normal werden die Videos erst einmal in einer relativ geringen Auflösung eingestellt und ihr dann zu Hause stellt euch die Videos dann auf die bestmögliche Qualität ein. Ja, und mehr ist es dann im Endeffekt auch gar nicht. An dieser Stelle möchten wir uns bei euch bedanken. Ja, ich hoffe, wir konnten eure Fragen klären. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!